Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide. Und zwar wollen wir heute uns den Mage Tower vom Marksman, also vom Treffsicherheitsjäger angucken. Und da wollen wir einmal uns über die Talente unterhalten, dann das Gear angucken, ein bisschen VZ und dann noch die Consumables. Und schlussendlich schauen wir uns den Fight an sich an und dann werde ich euch ein bisschen erklären, wie es ich gespielt habe, beziehungsweise was ihr an Zauber beachten solltet. Als allererstes würde ich sagen, schauen wir mal das Gear an. Ich habe mir wie bei den meisten von meinen Chars einfach Gear gecraftet und zwar ist das einmal das MOP-Gear, was man sich einfach herstellen kann, MOP-PVP-Gear und das kann ein Lederer bauen. Ihr könnt das in zweierlei Varianten herstellen, einmal auf Stufe 54 mit mal des Handwerkers, ich glaube 5 und mal des Handwerkers 4 könnt ihr das auf 48 herstellen. Was ist der Unterschied dabei? Auf dem Mage Tower wird es auf 50 gescaled, das ganze Gear. Alles, was drunter ist, bleibt drunter. Alles, was drüber ist, wird halt auf 50 gescaled. Heißt, ihr solltet eigentlich alles über 50 haben, aber Items, die auf 50 sind oder darunter sind, könnt ihr noch mit alten Verzauberungen verzaubern. Da wir beim Crafted Gear, wenn dann 54 oder 48 zur Auswahl haben, macht es tatsächlich Sinn, dass wir uns ein paar Items auf 48 craften lassen oder selber craften, um dementsprechend da noch eine VZ drauf zu hauen. Ich habe, wie ihr seht, fast alle Teile hier aus diesem MOP-Craft-Gear-Ding. Zum Beispiel den Kopf habe ich auf 54, da gibt es nämlich keine Verzauberung. Die Schultern habe ich auf 48, da kann man damit noch 5% oder 5 Beweglichkeit, 2 Crit drauf verzaubern. Die Brust habe ich auf 54, da gibt es nämlich eine Verzauberung aus Shadowlands, die kann man auch auf höhere Items verzaubern. Die Handgelenke habe ich auf 50, die habe ich aus der Ordenshalle, die kann man einfach beim Ordenshallenhändler kaufen, hat auch nochmal einen Sockel, ist eine runde Sache, da kann man dann auch die 50er VZ draufhauen. Hände kann man eine alte VZ draufhauen, deswegen habe ich die auf 48 mit Beweglichkeit. Gibt es hier eine VZ, bei der Hose ist es ebenso, habe ich auch eine Beweglichkeits-VZ drauf und dann die Schuhe habe ich auf 54, da gibt es nämlich eine Shadowlands-Beweglichkeits-VZ. Die Ringe sind von Juve gecraftet, da habe ich jetzt einfach Crit Versa genommen und Crit Mastery ist jetzt nicht optimalst für die MM-Challenge. Ich kann euch mal die Stats sagen, auf die ihr gehen solltet. Die Stats sind am höchsten Agi, dann Mastery, Crit, Versa, Haste. Deswegen solltet ihr wahrscheinlich besser auf Mastery, Crit gehen. Ich habe mir jetzt ein Gear für alle drei Challenges gebastelt, deswegen ist das so ein bisschen durchmixt. Ne? Also Crit ist hier nur mein zweitbester Stat, aber für die andere Challenge war Crit tatsächlich besser, die ich vorher gespielt habe. Das war die BM-Challenge. Theoretisch kann man es für jede Challenge umsockeln, umverzaubern, habe ich jetzt aber tatsächlich nicht gemacht. Ich spiele es quasi mit dem Gear. Dementsprechend habe ich auch hier Crit auf den Ringen drauf verzettet. Da könnt ihr theoretisch, wie gesagt, Mastery nehmen, ist für MM die bessere Wahl. Dann sehe ich gerade, dass ich ein Vollidiot bin und mit meiner falschen Waffe gespielt habe. Okay, eigentlich wollte ich mit der Waffe hier spielen. Und zwar ist es eine Account-Waffe. Und die speichere ich mir jetzt gleich mal in mein Mage Tower Setup. Gut, dass ich das jetzt erst entdecke. Am besten spielt ihr mit der Waffe hier, mit einer Account-Waffe. Die könnt ihr nämlich noch mit Kraftmultiplikator verzetten. Das soll anscheinend die beste Waffenverzauberung sein. Da müsst ihr eure Account-Waffe auf einen Twink schicken, am besten so Level 50 rum. Mit dem könnt ihr die nämlich drauf verzaubern. Wenn ihr das nämlich abgegradet habt auf 5 von 5, dann ist die auf Max Level 146 und ihr könnt es nur auf ein Item auf bis zu Level 140 verzetten. Mit einem Level 1 Char geht es irgendwie auch nicht oder mit einem Level 10 Char, also mit einem Level 50 Char könnt ihr dann einfach die Verzauberung drauf machen und da das Battle.net Account gebunden ist, schickt es einfach wieder zurück auf eurem Char, wo ihr die Challenge spielt und dann habt ihr diese Verzauberung drauf und könnt damit auch die Challenge spielen. Ihr solltet natürlich dann anders als ich die Waffe auch anlegen, macht auf jeden Fall Sinn. Dann habe ich das Ganze gespielt mit dem Geisterdrachling, der macht relativ gut Schaden, kann man nichts falsch machen, den kann ein Inji herstellen und auch diese Inji Special Sockel kann auch ein Inji herstellen, kann man aber alles auch im Auktionshaus kaufen und ich habe da einmal Crit und Versa gesockelt, wenn ihr nur Marksman spielt, dann solltet ihr vielleicht Mastery nehmen. Ich habe dann hier noch mit einem Trinket aus dem Grabmal gespielt, das wurde mir im Stream empfohlen. Ehrlich gesagt kann ich das nicht empfehlen, das hat bei mir nur 0,8% Schaden gemacht. Holt euch vielleicht ein anderes Trinket. Also selbst das Kapsel-Trinket aus dem Smaggrün Albtraum von die Trender vom ersten Boss macht mehr Single-Target-Schaden, wenn ihr es dann auf den Boss drauflegen könnt. Oder ihr benutzt, wenn dann, den Arcano-Crystal vom Jim, den World-Boss hier in
in Legion oder ihr haut verdammtes Lord Kassak in Dingsterbumster um. Wo ist es denn? Einmal in Warlords of Draenor. Der befindet sich hier oben, müsste der sein. Hier. Und nee, halt, da oben ist der verdammte Lord Kassak. Ich habe mich geirrt. Und der hat dann auch noch ein Trinket mit Stats drauf. Das kann ich empfehlen. Wenn ihr sonst nichts anderes habt, könnt ihr euch jegliches andere Trinket nehmen. Für die Challenge lohnt sich halt zwar das, der Samen oder die Samenkapsel nicht so krass wie bei anderen Challenges, weil ihr halt nicht so viel quasi erehen müsst, ne? Aber kann man mitnehmen. Ja? Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns einmal noch die Skillung an. Ich habe einmal gespielt mit Meister der Treffsicherheit, dann den Sperrfeuer, natürliche Heilung, Optimierung, Improputu, Doppelpack und mit der Salve hatte ich gespielt. Dann gucken wir uns noch an, was wir in Consumables dabei hatten. Einmal das große Fläschchen der Ströme, dann das Schattenkernöl, dann das Crit-Food-Gut. Hier wäre Mastery auch wieder besser, aber ich hatte das Crit-Food noch, deswegen haben wir das hergenommen. Dann habe ich einmal die Rune, Verstärkungsrune aus Shadowlands. Dann haben wir die Kriegsrolle des Schlachtruf, ist ein Inschriftenkundler-Item, was ihr auch im AHA kaufen könnt, bringt 3% mehr Angriffskraft. Dann mit dem Trank der ungezügelten Wut und, ja gut, das ist mein HT und mein Trinket, aber wie gesagt, das Trinket hier, holt euch nicht, das macht keinen Schaden. Ich hab's probiert, nix gut. Okay, so viel dazu. Dann würde ich sagen, können wir einmal in die Challenge an sich reinschauen, beziehungsweise vielleicht noch ein, zwei kleine Makro-Ideen, die ihr benutzen könnt. Ich habe mir zwei Makros für die Challenge gebaut. Erstes Makro ist einfach Shoal 2-Tip, Cast Boss 1, erschütternder Schuss, das ist ein Slow-Schuss. Hat einfach den Vorteil, ihr habt hier mehrere Gegner, die ihr bekämpft und einen müsst ihr halt immer slowen. So müsstet ihr den immer ins Target nehmen, slowen, wieder auf den anderen Target nehmen und somit könnt ihr einfach euer Primärziel durchschießen und slowt den immer wieder nebenbei. Ist einfach eine praktische Sache, braucht man nicht unbedingt, macht es aber einfacher meiner Ansicht nach. Und das andere, was ich gebastelt habe, einfach ein CD-Makro, Volltreffer mit rein, dann mein Trinket habe ich mit reingebindet, mein Trank und quasi mein Pet-HT. Was ich als Pet benutzt habe, ist übrigens eine random Spinne, die hat nämlich auch nochmal einen Slow drauf, kann man machen, man kann aber auch ganz normal irgendein anderes Pet nehmen. Ihr solltet aber euch eins binden und zwar, was ihr euch binden solltet, ist das Pet irgendwo hinzuschicken. Klicken wir mal hier das Mount weg. Ich habe jetzt nämlich hier eine Fähigkeit, schickt das Pet hin. Das benutzt man vielleicht jetzt als Hunter eigentlich nicht so viel. Aber mit dem Pet können wir eine Void-Zone soaken, die gesoakt werden muss. Und dann müsst ihr das nicht selber machen und könnt es euer Pet machen lassen. Ist eine praktische Sache, deswegen bindet euch das. Habe ich in der Hexer-Challenge auch schon gemacht und in der Mage-Challenge, dass nämlich das die gleiche ist bei den Twins. Dann kann man immer schön sein Wasser-Inventar oder beim Hexer den Dämon hinschicken, hier beim Hunter die Spinne. Und dann sorgt die das für einen und muss selber quasi nicht mehr großartig viel machen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns den Fight an sich an. Das hier müsste mein Kill sein. Ich mute mich mal selber. Und dann gucken wir einmal das Ganze durch. Also, auf geht's. Also, am Anfang haben wir hier wieder Palaver, wie bei fast allen Encountern. Und wir haben zwei Gegner, die wir bekämpfen können, ja. Wir haben einmal den Midi-Mob, den wir hier sehen. Und dann haben wir einmal den Caster-Mob. In der ersten Phase ist es so, dass wir nur gegen den Midi-Mob kämpfen können. Ihr solltet, wenn ihr hier in die Mitte lauft, geht der Dialog los und dann startet der Kampf auch. Mir ist dann aufgefallen, dass ich noch kein Buff-Food genommen habe. Also ihr könnt hier hinten schon essen und dann erst den Dialog starten oder ihr startet direkt den Dialog, sonst habt ihr halt das Problem wie ich, dass ich gerade mein Buff-Food noch durchkriege. Denn sobald der Typ hier ich gehorche sagt, greift euch an und ihr wollt ihn eigentlich schon wegslowen, denn der Mob läuft einfach zu euch hin und versucht euch wegzumilien. Wenn der euch erwischt, dann haut er da euch mit einem Hit weg. Wenn ihr lucky seid, habt ihr noch 1% Leben über und der one-shottet euch nicht ganz, aber ihr solltet euch auf keinen Fall von ihm erwischen lassen. Ja? Der haut relativ gut Schaden raus. Und das zweite, was der Typ machen kann, ist in den Stack, der immer weiter hochstackt und er wird immer schneller. Heißt, umso länger ihr gegen ihn kämpft, umso schneller wird er. Ziel ist es hier einfach, ihn zu DPSen, ein bisschen rumzukiten und runter zu hitten. Wir müssen ihn insgesamt zweimal runterhitten und beim dritten Mal können wir ihn theoretisch töten. Die ersten beiden Male hitten wir ihn auf 33% runter, dann wird er immun gegen Schaden, macht so eine Bubble um sich rum und reckt langsam sein Leben wieder hoch. Ja, das dauert etwa so 30-40 Sekunden rum. Ich habe jetzt hier versucht,
ihn so auf 40% runterzuschießen und dann langsam runter zu kiten, dass ich hinten im Eck stehe. Werdet ihr gleich sehen, warum. Denn wir wollen auch alle Damage-CDs ready haben. Die müssen wir nämlich gleich auf den anderen Boss draufhauen. Sobald er auf 33% ist, können wir ihn DPSen. Jetzt drücke ich mein DPS-Makro, heißt MHT, mein Trinket, einmal den Pot noch drin und meinen Damage-CD. Und ich nuke jetzt alles, was ich an Schaden habe, auf den Boss drauf. Diesen Boss können wir jetzt nämlich temporär nur angreifen, ja. Und dementsprechend versuche ich da alles rauf zu nuken, was ich kann. Ich habe den immer so ein bisschen unter 70%, glaube ich, gehauen. So umdreh immer so auf 65. Manchmal so zwischen 65 und 70. Mit den anderen Klassen, also mit meiner Eule, mit dem Mage und ich glaube mit dem Hexer auch. Ne, mit dem Hexer nicht. Mit der Eule und mit dem Mage habe ich mit beiden unter 50% gebracht. Mit dem Hunter keine Chance. Vielleicht habe ich es auch falsch gespielt. Vielleicht kriegt ihr ihn auch tatsächlich weiter runter. Umso weiter ihr ihn runter bekommt, umso besser ist es. Der Boss castet einfach so einen kleinen Cast auf euch und spawnt diese Ads. Diese Ads müsst ihr halt schauen, dass die nicht an euch rankommen. Die hauen euch auch ordentlich drauf. Die sind relativ slow und die könnt ihr eigentlich auch mit der Slow-Falle, mit eurem Root mit wegnehmen, beziehungsweise ihr solltet halt einfach ein bisschen moven und ihn halt immer slowen. Sobald quasi der Melee-Mob wieder voll gerackt ist, kommt er raus. Und wir haben jetzt die restlichen Ads noch da. Die Ads könnt ihr töten, es spawnen, solange nur der Melee-Mob da ist, keine neuen. Was aber in der zweiten Melee-Mob-Phase am Start ist, sind diese Hände. Und ihr seht, die spawnen alle paar Sekunden und casten einen Zauber. Wenn dieser Zauber durchkommt, dann macht es Big Boom und ihr fresst extrem viel Schaden. Das one-shottet euch, wenn ihr nicht komplett voll seid. Wenn ihr komplett voll seid, könnt ihr vielleicht, wenn ihr lucky seid, einen Hit überleben. Ihr müsst es auf jeden Fall interrupten und dann schnell es töten. Wenn ihr es interruptet, castet er oder fängt er nach ein paar Sekunden wieder an, diesen Cast zu wirken. Dementsprechend solltet ihr kurz bevor der Cast fertig ist, einmal interrupten und dann schnell töten, dass es nicht nochmal ein Cast wirkt, weil sonst ratzt es euch. Ihr könnt da eins überleben, wenn ihr eure Turtle zieht, ja. Das ist, wäre nicht der Stress, aber ihr wollt die Turtle am besten ein bisschen aufheben, ne? Dass ihr die nicht unbedingt rauswastet. Und jetzt ist quasi Ziel in dieser zweiten Kite-Phase, einfach den Boss wieder runter zu nuken, nebenbei vielleicht so ein bisschen die Ads zu töten und auf jeden Fall immer, wenn die Hände am Start sind, die Hände umbringen und countern. Mehr ist in der Phase nicht. Wie gesagt, der Boss wird immer ein bisschen schneller, umso länger er lebt, also ihr solltet euch halbwegs beeilen. Im Optimalfall macht ihr in dieser Kite-Phase aber so lange rum, bis eure CDs wieder ready sind, dass ihr dann direkt den Boss wieder DPSen könnt. Wenn ihr es ganz gut machen wollt, haut ihr eine Hand, haut ihr den auf 40%, wartet auf die nächste Hand, tötet die Hand und haut ihn dann auf 35%. Weil sobald er wieder auf 33% ist, kommt der Boss raus und wenn ihr da gerade noch eine Hand gespawnt habt, müsst ihr erst die Hand wieder machen und das wollt ihr nicht. Ihr wollt wieder vollen DPS auf dem Boss hier haben. So, jetzt haben wir wieder nur den Caster-Boss. Er spawnt wieder weitere Ads. Und was wir jetzt noch zusätzlich haben, ist, dass noch eine zusätzliche Fähigkeit dazu kommt. Und zwar wird dann in allen paar Sekunden eine Rune beschwört. Ihr seht, hier ist eine Rune und da müssen wir uns reinstellen und die soaken. Die wird immer kleiner und ihr müsst euch etwa in die Mitte reinstellen oder ihr schickt euer Pet rein, wie ich das gerade gemacht habe, und dann wird sie gesoakt und das passiert halt gar nichts, wenn die gesoakt wird. Wenn die nicht gesoakt wird, dann spawnt darauf ein Riesen-Ad und dieses Riesen-Ad, das one-shottet euch. Das ist extrem schnell. Lauft zu euch hin und one-shottet euch. Wenn das durchkommt, dann ist eigentlich zu 99% RIP und ihr seid tot. Ich habe aber gesehen, ihr könnt dieses Ad theoretisch in die Eisfalle packen. In der letzten Phase sind nämlich beide aktiv. Es kommen sowohl die Soaklöcher, die Ads kommen und die Hände. Und wenn ihr dann noch so ein Ad durchgelassen habt und euch darum kümmern müsst, das immer wieder in die Eisfalle reinzupacken, eher schwierig. Also das sollte nicht durchkommen. Und jetzt haben wir zwei Optionen in der letzten Phase. Wie gesagt, in der letzten Phase sind beide Mobs aktiv und ihr habt den Encounter gewonnen, wenn ihr den Caster-Mob getötet habt. Ihr könnt jetzt theoretisch nochmal den Melee-Mob töten und dann auf den Caster-Mob gehen, sobald der Melee-Mob tot ist, dann verfolgt er euch nicht mehr. In dieser letzten Phase könnt ihr ihn nämlich töten, ne? Also zweimal haut ihr ihn auf 33%, beim letzten Mal könnt ihr ihn umbringen. Das Problem ist, wenn ihr ihn umbringt, bekommt der Caster-Mob einen Wut-Buff dazu, einen Enrage-Buff und ich meine, der macht 500% mehr Damage. Also der ratscht schon ziemlich rein. Mit meinem Warlock konnte ich das tatsächlich im Enrage runterspielen, da ging es, da habe ich den Melee-Mob getötet, er konnte, hat auch so ein bisschen Life-Leech. Ich bezweifle, dass es mit dem Marksman geht, da hat man einfach nicht genug Heilung, ja, um das gegentanken zu können. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, den
Melee-Mob einfach immer nur zu slowen und auf den Caster-Mob zu gehen. Zwischendrin haben wir halt die Geschichte, dass wir hier sorgen müssen. Da schicken wir unser Pet hin, dass wir die Hände einmal zerstören müssen und dass wir dementsprechend immer schön den Melee-Mob slowen, ein bisschen gucken, dass wir von den ganzen Kleinen wegkommen und dann halt versuchen, DPS auf den Caster-Boss zu bringen. Es ist ein bisschen tricky, sage ich euch, weil so viel die ganze Zeit passiert, du kriegst kaum den auf dem Caster-Boss Damage. Deswegen ist es so unerlässlich, dass ihr sowohl in der ersten DPS-Phase, wo ihr nur den Caster-Boss habt, als auch in der zweiten maximalen Schaden draufbringt. Umso mehr Schaden ihr in den Phasen auf den Caster-Boss schafft, umso einfacher ist es, weil ihr dann am Ende nicht so lange rumhampeln müsst und das Ende wird halt immer schwieriger, da unser Melee-Mob halt immer schneller und schneller und schneller wird. Ja? Ihr könnt dann auch neben dem Slow an sich den Slow von einem Pet noch einsetzen, als auch, wir haben diesen einen Knockback-Zauber, den ich jetzt hier auf Q gebindet habe, der ist auch noch ganz praktisch und den Root haben wir natürlich auch noch, beziehungsweise, wenn euch die kleinen Adds zu viele wären, haben wir natürlich auch noch diese Tear-Falle, die könnt ihr auch noch einsetzen, habe ich jetzt aber ehrlich gesagt kaum gemacht, weil ihr seht schon, die kleinen Adds, die werden nicht schneller, irgendwann klumpen die ziemlich zusammen, theoretisch könntet ihr die auch töten, aber das ist dann einfach noch DPS, die ihr darauf verschwendet. Wirklich schlimm ist eigentlich nur der Melee-Mob. Ja? Solange ihr mit eurem Pet die Runen sorgt, ist das nämlich kein Stress, weil sobald ihr die Runen persönlich sorgen müsst, müsst ihr halt lange auf einer Stelle stehen bleiben und dann werden die kleinen Ätzen Stress. Solange ihr ein Pet habt, ist das alles kein Problem. Deswegen solltet ihr auch gucken, dass euer Pet nicht irgendwo die Aggro zieht und halt weggeschottet wird, weil ohne Pet müsstet ihr die Runen halt selber sorgen und dann wird es halt ziemlich eklig. Was wir dann noch als letzte Fähigkeit haben, die ich noch nicht erklärt habe, sind diese lila Patches auf dem Boden. Das sind einfach Void-Zonen, da kriegt ihr ein bisschen Schaden, ist nicht großartig, aber ihr werdet geslowt. Ich glaube um 50% sogar. Und diese Void-Zones, die spawnen immer dann, wenn der Melee-Mob aktiv ist und die spawnen da, wo der Melee-Mob quasi langläuft. Heißt, am Anfang wollen wir möglichst den Melee-Mob, deswegen habe ich das auch nicht gemacht, in der Mitte rumziehen, sondern außen am Rand rum, dass ihr nicht die ganze Fläche schon geslowt habt. Ihr könnt zwar die Adds und auch den Melee-Mob mit den Flächen zusätzlich slowen, aber ihr werdet halt auch geslowt und irgendwann wird es halt ziemlich eklig, da ranzulaufen. Ihr seht schon, ich muss dann immer ganz außen rum, dann sind da noch irgendwelche Felsen und andere Geschichten und dann wird es immer schwieriger. Am besten springt man da halt mal drüber. Ich habe gerade gesehen, ich wollte hier drüber springen und irgendwie an der Wand hängen geblieben, war nicht so gut. Und der Melee-Mob ist halt schon extrem schnell, ne? Ihr könnt ihn dann nicht einmal, wie ihr bei mir gesehen habt, wegschießen, wenn er euch zu nahe kommt. Das ist dann auch ganz praktisch. Und mehr ist es eigentlich im Grunde nicht, ja? Vergesst nicht, eure CDs zwischendrin immer wieder reinzuziehen. Auch ihr könnt hier mehrmals potten, ja? Das auf jeden Fall auch benutzen. Und dann ist es eigentlich nur am Ende ein DPS-Race, dass ihr halt den Boss schnell genug in der Mitte runterschießt, bevor euch der Melee-Mob zu schnell wird und ihr eben halt einfach nicht mehr davonlaufen könnt. Ja, damit sind wir eigentlich tatsächlich schon durch. Mehr gibt es in dem Fight nicht zu beachten. Wie gesagt, ihr könntet theoretisch auch den Melee-Mob töten, dann müsst ihr von ihm nicht mehr weglaufen, aber der Caster Enrage in der Mitte und ich würde behaupten, dass man das nicht lange überleben kann und dementsprechend einfach Melee-Mob ignorieren, Adds ignorieren und einfach nur auf den Typen in der Mitte durchratzen. Natürlich die Void spielen und die Hände spielen und ja, dann müsst ihr halt hoffen, dass ihr genug Schaden habt. Bei mir ging es aus und ich kann jetzt den Marksman ehrlich gesagt nicht sonderlich gut spielen. Okay, damit sind wir tatsächlich durch mit dem kleinen Videoguide. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben oder Anregungen, schreibt die gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.